Es gibt Zufälle im Leben, die den Lauf der Dinge entscheidend bestimmen. Zufälle, ohne die vielleicht alles ganz anders gekommen wäre. Bei Daniel Hope war das möglicherweise so. Als er nämlich 3 Jahre alt war, da nahm seine Mutter einen Job in London an. Als Privatsekretärin des unvergessenen Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin. Und der hat den kleinen Knirps offenbar so beeindruckt, dass Daniel damals anfing, mit Stricknadeln zu geigen, so wie unser Eins Luftgitarre zu den Genesis gespielt hat. Aber bei den Stricknadeln blieb es nicht. Mit 4 begann Daniel Hope tatsächlich Geige zu spielen. Mit 11 stand er mit Menuhin als Wunderkind auf der Bühne. Und heute feiert die Kritik ihn als Ausnahmekünstler. Intensität und Leidenschaft und immer auf der Suche nach einer ungewohnten Sicht, das ist Daniel Hope. Mit seiner Geige, der kann plötzlich Panflöte sein, er kann Sopranistin sein, er kann plötzlich ein Kontrabassspieler oder ein Jazzplayer sein. Er kann also sehr, sehr schnell in sehr viele Rollen schlüpfen. Dieses Mal ist es Mendelssohn, aber nicht der, den alle kennen, sondern der Unbekannte, der Ur-Mendelssohn. Begonnen hat es in Südafrika. Schon mit 3 findet Daniel sein Instrument. Später wird seine Mutter Managerin von Yehudi Menuhin und die Familie siedelt nach London über. Der weltberühmte Menuhin ist fasziniert von Daniel und wird so eine Art musikalischer Großvater. Als er 11 ist, stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne. Mendelssohn. Seine musikalische Jugendliebe wollte er nun so spielen, wie der Komponist selbst seine Musik ursprünglich gefühlt und gedacht hat. Das ist die erste Fassung, die Mendelssohn in Reinschrift in eine Partitur gebracht hat. 1844. Sie ist schon sehr nah an der üblicherweise gespielten zweiten und dann endgültigen Fassung. Diese Urform des Violinkonzerts in E-Moll brachte er mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock und seinem Chamber Orchestra of Europe jetzt auch auf CD heraus. Und parallel dazu Familienstücke, sein erstes Buch. Wieder eine Spurensuche nach den Wurzeln, nach Kindheit und Karriere und nach den Lebenswegen seiner weit verzweigten jüdischen Familie. Und ich freue mich sehr, hier ist er, Daniel Hope. Willkommen im Mittagsmagazin. Wir reden gleich über das Buch, aber erst muss ich das mit den Stricknadeln noch mal klären. Ich habe das jetzt einfach behauptet, stimmt das? Ja, das stimmt absolut. Ich wollte unbedingt Geige spielen und es lagen Stricknadeln bei uns rum. Ich habe die genommen und dann wie wild versucht zu spielen. Ja, wunderbar. Also ich weiß noch, ich habe immer mit dem Tennisschläger so Gitarre gespielt, so ähnlich muss das dann gehen. Ja, so ungefähr. Und wann hatten Sie dann den ersten Bogen in der Hand? Also mit 4 bin ich zu einer Lehrerin gegangen und sie sagte, ich sei zu klein. Ich hatte gleich einen Wutanfall, weil ich unbedingt spielen wollte. Ja. Dann hat sie mir eine Geige von der Wand gegeben, eine ganz kleine, und einen Bogen. Ich habe es genommen und dann nie wieder losgelassen. Ja. Toll. Bei mir ist das leider nicht so gut geglückt. Ich habe auch mal versucht, Geige zu spielen, aber ich, mich hat es auch nie zu der Stricknadel gezogen. Wir reden erstmal über das Buch, Familienstücke. Das ist, ja, wie kann man das beschreiben? Es ist so eine Mischung aus Familien, Epos, Autobiografie. Ist ja eigentlich mit 33 für einen Autor relativ jung, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Was hat Sie daran gekitzelt? Naja, ich habe so viel entdecken können über meine Familie. Die stammten aus Berlin, jüdische Abstammung. Die mussten ein tolles Haus aufgeben in Berlin, eine Villa. Und in diese Villa sind die seltsamsten Sachen passiert. Also erstmal war das eine jüdische Schule. Und dann hat von Ribbentrop dieses Haus im Namen des Auswärtigen Amtes gekauft und sein Büro dort installieren lassen. Und als ich das alles erfahren habe, das war für mich so faszinierend und gleichzeitig so erschreckend, dass ich das unbedingt versuchen wollte aufzuschreiben. Es gibt noch den anderen Teil der Familie, die väterliche Seite, das waren Iren. Genau. Die sind auch irgendwie nach Südafrika gekommen und da plötzlich ist es passiert, Vater und Mutter, Hope, haben sich getroffen und dann kam der kleine Daniel. Genau, genau. Und dann sind wir von Südafrika sozusagen zurückgekehrt. Ja. Mein Vater ist großer Anti-Apartheid-Schriftsteller und Kämpfer gewesen und in Südafrika war es für ihn nicht möglich, wirklich zu leben. So sind wir zurück nach Europa gekommen. Meine Mutter hat dort die Stelle bei Yehudi Menuhin als Sekretärin bekommen. Ja, das ist ja so eine Suche nach den Wurzeln, eine Spurensuche, Ihr Buch. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man ein bisschen auch entwurzelt ist, wenn die Eltern aus unterschiedlichen Ecken kommen, man als kleines Kind schon irgendwie eine neue Heimat findet. Heute leben Sie in Amsterdam. Also das heißt, so einen richtig festen Ort, wo Sie sagen können, da gehöre ich hin,
Den gibt es eigentlich nicht, oder doch? Nicht wirklich, aber in Amsterdam fühle ich mich sehr, sehr wohl. Dort ist auch meine Frau. Aber es ist so, dass als Musiker ist man dauernd unterwegs. Und die Musik ist eigentlich irgendwo unsere Heimat. Diese tolle Musik wie Mendelssohn zum Beispiel, das ist etwas, was uns einfach mit einer Art Heimatsgefühl verbindet. Ja, das sind ja auch in der Musik finden sich ja auch Wurzeln. Ja. Mendelssohn, den haben Sie ja auch sozusagen bis an seine Wurzel zurückverfolgt. Diese Urversion spielen Sie jetzt des Violinkonzerts. Aber Mendelssohn, da gibt es noch eine andere Verbindung, ne, zwischen Ihnen und Mendelssohn. Ja, und das kam über diese Recherche fürs Buch heraus. Also der Lehrer von Mendelssohn, der große Mentor, Zelter, das ist eine direkte Verwandte von uns gewesen. Und das habe ich mit großer Erstaunen herausfinden können. Und die Musik von Mendelssohn liebe ich einfach. Und gerade dieses Violinkonzert, endlich mal in diese Fassung zu spielen und aufzunehmen, war eine Riesenfreude für mich. Ja, also wir zeigen jetzt einfach mal die CD, denn das ist eine, wie Sie das Mendelssohn-Violinkonzert wahrscheinlich noch nicht gehört haben, liebe Zuschauer. Mit den Mentoren haben Sie es ja auch. Kann man sagen, Yehudi Menuhin war ein Mentor für Sie, obwohl er Sie nicht unterrichtet hat? Ja, also natürlich für mich eine große Persönlichkeit, ein unglaublich warmer Mensch und ich durfte sehr viel von ihm lernen. Aber ich hatte bis jetzt große Glück, mit vielen tollen Musikern auch zusammenzuarbeiten und eine ganze Reihe von sehr beeindruckenden Menschen. Ja, also Vorbilder spielen eine wichtige Rolle in Ihrem Leben, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, das ist absolut wichtig, ja. War zum Beispiel Nelson Mandela oder ist Nelson Mandela auch ein Vorbild für Sie als Kämpfer gegen die Apartheid? Ein Riesenvorbild natürlich für Millionen von Menschen und alleine was er durchstehen musste, es ist erstaunlich. Ja. Also vielleicht sagen wir gerade, hier ist Ihre Mutter rechts im Bild. Genau, ne? Und richtig. Und links sehen wir Yehudi Menuhin mit Nelson Mandela. Haben Sie ihn jemals persönlich getroffen? Ich habe ihn leider nicht persönlich getroffen, aber das war ein Konzert in Südafrika, was Yehudi Menuhin gemacht hat. Mein Bruder hat dieses Konzert organisiert, der ist inzwischen jetzt Veranstalter. Also wir sind alle sozusagen im Musikgeschäft drin. Ja, was bedeutet Ihnen die Musik? Sie haben schon mal gesagt, es bietet eine Art Wurzel, eine Art Zuhause. Mhm. Ist es vielleicht auch eine Entdeckungsreise oder? Immer. Also Musik trifft einen direkt. Es gibt überhaupt keinen Schutz für Musik. Unabhängig von Sprache oder von Glaubensrichtung, Musik trifft einen immer. Und das finde ich das Schöne bei Musik. Man kriegt solche Assoziationen und Erinnerungen und Gefühle, wenn man eine Melodie hört oder ein Lied. Und das ist das Tolle bei Musik. Also es ist völlig umfassend. Ich freue mich sehr, dass ich Sie kennenlernen durfte. Dankeschön. War eine sehr schöne Begegnung und lege den Zuschauern einfach nochmal Ihr Buch ans Herz, Familienstücke, eine sehr interessante Familiengeschichte, die auch sehr viel Geschichte versammelt. Und diese wunderbare CD mit dem Mendelssohn-Violinkonzert. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.